Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4! Damit herzlich willkommen zu Crash Bandicoot 3, wie versprochen. Ich werde hier mal schnell weitergehen, weil die Musik mir etwas zu laut ist. Beginnen wir auch schon das Spiel, aber jetzt kommt glaube ich nicht. Genau. Endlich frei. Uka Uka ist frei. Nein, das kann nicht sein. Böse, das Böse kommt über uns. Niemand wagt, den großen Uka Uka zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen und diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück! Ja, ich werde erstmal schnell den Sound leiser machen. Sage ich nochmal herzlich willkommen zu Crash Bandicoot 3. Nachdem wir den zweiten Teil erfolgreich durchgespielt haben, ohne einen Save State zu machen, muss ich dazu sagen, werde ich hier im dritten Teil auch, keinen Save State machen. Das war wirklich nur eine Ausnahme im ersten Teil. Normalerweise mag ich das nämlich auch nicht. Ja, und hier können wir speichern, können wir schon mal einen Speicherstand anlegen. Wieder
So. Ja, 000. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, das wurde ja jetzt schon in der Cutscene erzählt. Das hier ist so ein Zeitportal. Das ist neu und hier reisen wir dann jeweils in die Vergangenheit oder so, um die verstreuten Kristalle wieder einzusammeln. Selbe Prinzip eigentlich wie im zweiten, nur hier ist jetzt massenweise Zeug dann neu dazugekommen. Und ja, lasst uns mal das Abenteuer beginnen. Hier ist das erste. Und hier sind immer gleich 5 in einem drin, ne? Da muss man einen Boss erledigen, dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. So. Ist natürlich kein 100% dran, wie gesagt. Ich versuche zwar immer alle Kisten mitzunehmen und so. Und vielleicht auch das hier mit. Hier kann man dann noch ein drittes machen, dass man hier auf Zeit dann durchrennt. Kann ich auch versuchen. Hier im ersten Level klappt es aber erstmal nicht, weil uns da was fehlt zu. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Ja, die böse Maske, Uka Uka. Ich habe die immer verwechselt, Uka Uka und Aku Aku. So heißt, glaube ich, unsere Maske, Aku Aku. Ja, und hier heißt es jetzt wieder schön alle Kisten mitnehmen. Ich muss mal wieder reinkommen. Nein, wieso hat er denn jetzt... Macht er denn diesen? Ja, doch, macht er noch. Wollte gerade sagen. Na gut, wir wollen ja eigentlich nur die Kiste mitnehmen. Zieh Bock weg! Maske, sehr gut. Also hier habe ich damals, das ist aber jetzt auch 20 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, also kann man sagen, ja, blind kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Ach, schade, ich hätte gerne das Leben gehabt, aber na gut. Und hier gibt es auch so eine Kisten, die mit Zeit und so, und dann werden sie zu Stein. Dann kann man die nicht mehr. Scheiße, der Frosch hätte uns jetzt sonst geküsst. Ich muss echt wieder reinkommen. Aber es macht schon wieder richtig Spaß. Also man könnte schon sagen, dass es blind zwar ist, aber in Wirklichkeit eigentlich auch nicht, weil ich glaube, selbst nach 20 Jahren kann man das nicht verbessern. Ne? Da ich das damals hier, den Teil habe ich damals mehrmals gespielt. Weil der mir so gefallen hat, ist auch mein Lieblingsteil von den... Nee, das solltest du nicht machen. So. Ja, und ich will schon alle Äpfel mitnehmen. Nein! Das war jetzt viel. Fängt ja wieder gut an. Dabei ist das gar nicht so schlimm. Also noch ist es ja richtig einfach, ne? Später wird es natürlich wieder schwerer, ist klar. Aber noch dürfte ich eigentlich hier keine Probleme haben. Kommst auch mit. Machen wir jetzt mal kaputt. Jetzt aber. Na, geht doch. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch so sonst sagen soll. Außer... Also ich hoffe, dass ich und ihr auch viel Spaß habt beim Zuschauen. Die Kiste.
Die Kiste. Frosch. Mit die einen Küssen verwandeln wir uns, glaube ich, zu einem Prinzen. Das haben wir umgedreht. Nicht, dass wir... Hier hatte ich damals immer Probleme bei denen hier. Das weiß ich noch. Da ich immer falsch eingeschätzt. Naja. Eigentlich noch erinnern. Der Controller tut auch schon wieder irgendwie... Die Kisten da zum Beispiel. Wenn man die nicht schnell genug kaputt macht, dann werden die zu Stein. Ja, und dann... Hat man es verkackt, dann kann man es gleich nochmal machen. So. Dann hier gleich zum Anfang den Diamanten, das ist richtig gut. Das muntert einen richtig auf zum Anfang schon. Aber die Level werden natürlich... Ah, hier haben wir das erste Wasserlevel, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber es geht. Sagen wir mal so. So. Ja, hier können wir drehen. Ja, hier wäre ich jetzt nicht. Man kann hier die Fische zerdämmern. Man kann hier. Ich mache hier mal ein bisschen langsamer, damit ich hier auch alles mitnehmen tue. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da... Ne, da ist nichts mehr. Jetzt können wir hier unten bleiben. Der erste Checkpoint. Ah, ich warte lieber noch ein. Und hier ist wieder so eine Kiste. Hast du gesehen? Hier könnte man, glaube ich, auch den ersten Diamanten schaffen. So, hier. Nein, hoch, hoch, hoch. Da war eine Kiste. Ich weiß noch, wenn man das hier auf Zeit macht, das ist richtig nervig. Aber wir versuchen es. Wieder nichts unversucht lassen. Und hier haben wir unser Gefährt. Was natürlich schießen kann. Und man sollte immer schön... Oh, hier haben wir wieder eine Kiste. Da muss man schnell machen. Das war immer mein Verhängnis damals. Und diese Kisten. Wenn ihr hier seht, im Roten ist eine Kiste versteckt. Alle mitgenommen haben. Und hier muss man einmal rüber. Und hier haben mich immer die Moräne erwischt. Weiß ich nicht. Ah, hier haben wir schon wieder einen. Ding. Mir mein. Ich glaube, zum Schluss kommen auch noch Kisten. Verdammt. Ah, jetzt können wir es schon vergessen. Jetzt müssen wir uns töten lassen. Sonst kriegen wir die Kisten hier nicht mehr. Da war ich zu schnell gewesen. Dabei wollte ich mir doch Zeit lassen. Mein Gott. Ist das denn so schlimm? So, den Lenkrad.
ab. Muss man zwar nicht kaputt machen. Wir können uns auch Zeit lassen, nur zum Schluss kommen, glaube ich, wieder Kisten. Da haben wir schon wieder ein Leben dazu. Was wir gerade verloren haben. Abschießen. So, lieber auf Nummer sicher gehen. Hier haben wir zum Beispiel wieder so eine Kiste gehabt. Den Stein. Mist, aber jetzt ist glaube ich nicht mehr so schlimm. Da ist er. Nimm ihn auch mit. Wunderbar. Ja, soll ich das jetzt schon auf Zeit machen? Ich denke nicht. Nee, ich denke nicht. Ich glaube auf Zeit, das machen wir dann erst später. So, das waren die ersten zwei Level, ja. Dann sage ich mal an dieser Stelle erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crash Bandicoot 3. Und mit der Welt, oh, da müssen wir, glaube ich, das ist, glaube ich, wo man auch einen Tiger reitet. Mit der Welt geht es dann weiter. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.